Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer erneuten Folge von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller. Wir sind hier heute live in München und zwar mit Professor, Soziologie-Professor Rüd Koopmans. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Guten Abend. Danke. Rüd Koopmans hat ein wahnsinnig interessantes Buch geschrieben, die Asyllotterie, eine Bilanz zieht er darin von 2015 bis zum heutigen, bis zur Gegenwart, mit bis und mit Ukraine-Krise, Flüchtlingspolitik. Sie sind der meist zitierteste Migrationsforscher Europas, Professor der Humboldt-Universität. Ja, ich frage Sie ganz direkt am Anfang, Asyllotterie, Ihre Bilanz 2015 bis heute, Ukraine-Krieg, Flüchtlingskrise, heute wieder. Was ist Ihre zentrale Erkenntnis von Ihrem Buch? Die Bilanz ist das Ergebnis der Flüchtlingskrise von 2015/16 und von der europäischen Flüchtlingspolitik in vielen Hinsichten ein negatives ist. Und zwar an allererster Stelle für die Menschen in der Welt, die Schutz bedürfen selbst. Weil wir viele von denen in Stich lassen, weil sie es nicht bis nach Europa schaffen. Und die es wohl nach Europa schaffen, einen extrem gefährlichen Weg auf sich nehmen müssen und dabei alleine in den letzten 10 Jahren und alleine im Mittelmeer mehr als 20.000 Menschen gestorben sind. Da zähle ich noch nicht mal den, auch noch Tausende bis Zehntausende Leute, die auf dem Weg durch die Sahara gestorben sind. Also das sind horrende Zahlen. Auch auf der Integrationsfront sieht es nicht gut aus. Also die Versprechen von, dass die Flüchtlinge den Arbeitskraftmängel lindern würde und den demografischen Wandel abfedern würden, die sind auch nicht ausgekommen. Die meisten Flüchtlinge sind nach wie vor von Sozialleistungen abhängig, also kosten den Sozialstaat mehr, als dass sie erwirtschaften, was an und für sich auch eigentlich logisch ist, weil es geht hier um Fluchtmigration, nicht um Arbeitsmigration. Nichtsdestotrotz, es wurde uns etwas anderes vorgespiegelt von Arbeitgeberseite. Arbeitgeber haben natürlich ein Interesse daran, weil die Flüchtlinge, die sie gebrauchen können, die nehmen sie dankend an. Die anderen, die sie nicht gebrauchen können, die kommen nicht zu Lasten der Arbeitgeber, sondern zu Rest der Gesellschaft. Sie sprechen es an, Sie sprechen von der tödlichsten Asylpolitik überhaupt. Was ist das zentrale Problem der Flüchtlingspolitik, der Asylpolitik in Europa? Das zentrale Problem ist, dass obwohl die Flüchtlingspolitik in Europa auf Papier sehr gut und hochmoralisch aussieht, sie eigentlich praktisch auf dem Prinzip beruht, dass jeder, der sich an einer europäischen Grenze meldet und Asyl beantragt, auch dauerhaft in Europa bleiben kann. Ob man nun abgelehnt wird oder nicht, die Rückführung, die funktioniert überhaupt nicht. Das heißt, wir haben langwierige Asylverfahren, aber das Ergebnis ist, ob Ablehnung oder Anerkennung, man kann bleiben. Und das ist ein Anreiz, die dafür sorgt, dass Menschen diese Risiken eingehen, dass dieses Todesrisiko eingehen und dass auch viele Leute, die dieses Risiko eingehen, überhaupt nicht schutzbedürftig sind. Das sind zwar Menschen, die natürlich aus armen Ländern stammen und die gerne, das verstehe ich völlig, die lieber in Europa leben möchten als, sagen wir mal, in Nigeria. Aber dafür ist natürlich das Flüchtlingsrecht nicht gemeint. Das müssten wir über Arbeitsmarktmigration lösen und nicht über das Flüchtlingsrecht. Was würden Sie sagen, warum nimmt dieses Problem, das Sie jetzt beschreiben, tödliches Migrationsasylsystem, wieso nimmt die Politik sich dem nicht an und wieso kuschen die Medien davor? Na, ich würde erstmal differenzieren zwischen den ukrainischen Flüchtlingen und den meisten anderen Flüchtlingen. Also die ukrainischen Flüchtlinge machen natürlich momentan den größten Teil der Flüchtlinge, die in den letzten 2 Jahren zu uns gekommen sind, aus. Und sie haben tatsächlich keinen anderen Ausweg als Europa. Also für diese Gruppe bin ich unbedingt dafür, dass wir keine Begrenzung der Zahl einführen und dass wir diese Leute Schutz geben, weil wir sind die Einzigen, die das können in Europa. Die Ukrainer können auch nirgendwo anders hin. Sie haben Russland im Rücken und der einzige Ausweg ist Europa. Die Sache liegt aber anders für Flüchtlinge aus den meisten anderen Ländern der Welt, weil sie nicht direkt von dem Verfolgerstaat oder von dem Kriegsstaat in die Europäische Union flüchten oder in die Schweiz flüchten, sondern über ein oder mehrere Drittstaaten, wo sie nicht politisch verfolgt werden und wo sie nicht Kriegsgefahr ausgesetzt sind.
deshalb für diese Gruppe kann man durchaus eine Begrenzung einführen. Und wofür ich plädiere, ist, dass man für diese Gruppe das individuelle Asylrecht dadurch einschränkt, dass man sagt, okay, wenn ihr an der europäischen Grenze erscheint, habt ihr ein Recht auf ein Asylverfahren, aber steht nirgendwo im internationalen Flüchtlingsrecht, dass es ein Recht gibt, sich selbst das Land auszuwählen, wo man Schutz bekommen möchte. Also brauchen wir Abkommen mit Drittstaaten, dass zum Beispiel in Tunesien oder in Albanien oder in Marokko oder in Senegal Asylverfahren durchgeführt werden, dort Menschen auch Schutz bekommen können. Natürlich müssen da die internationalen Rechtsregeln respektiert werden, aber damit könnte man die Anreize wegnehmen, um sich in wackelige Boote zu setzen, in den Versuch, den Mittelmeer zu überqueren. Wie realistisch ist dieser Vorschlag, für den Sie jetzt gerade plädiert haben? Kümmert sich die Politik darum? Wird der überhaupt besprochen in den Medien? Wie sieht es damit aus? Ja, ich nenne es im Buch eine realistische Utopie. Also realistisch, weil es durchführbar ist, weil es auch rechtlich möglich ist. Aber es ist immerhin noch eine Utopie, weil das Asylthema natürlich ein Dauerstreitthema in der Politik ist. Es ist nicht ein sehr kompromissfähiges Thema, sowohl zwischen politischen Parteien innerhalb einzelner Länder, als auch zwischen den Ländern der Europäischen Union. Also das Finden eines politischen Kompromisses, das ist das Schwierigste, aber das gesagt haben, es gibt Ansätze auch in Europa jetzt, dass über Lösungen, die in die Richtung gehen von dem, was ich vorschlage, nachgedacht wird. Großbritannien und Dänemark überlegen sich jetzt eine Auslagerung von Asylverfahren vorzunehmen. Und auch in der deutschen Bundesregierung wird über solche Lösungen nachgedacht. Es wurde im Januar ein Sonderbeauftragten für Migrationsabkommen mit Drittstaaten ernannt, Joachim Stamp von der FDP. Eine seiner Aufgaben ist auch auszuloten, ob es Möglichkeiten gibt, mit Drittstaaten Abkommen zu schließen über die Durchführung von Asylverfahren dort. Einige Hoffnung habe ich schon. Wenn jetzt diese Hoffnung sich nicht bewahrheitet, wenn sich das nicht realisiert, wenn es nicht geschieht, worauf steuert Europa zu? Worauf bewegen wir uns hin? Wie dramatisch ist die Lage? Was droht uns in Zukunft? Naja, uns droht das, was wir auch in der Vergangenheit schon hatten. Also es drohen mehrere tausende Tote pro Jahr im Mittelmeer. Es droht ein weiterer Aufstieg des Rechtspopulismus. Es wird die Erpressbarkeit Europas durch Autokraten um uns herum bestehen bleiben, durch Erdogan, Putin, Lukaschenko und so weiter, die ja wissen, wir brauchen nur die Menschen an den europäischen Grenzen zu bringen und Europa ist denen hilflos ausgeliefert oder muss Zäune bauen, dann haben wir schöne Bilder, für den Autokraten schöne Bilder von Europa, der sich unmenschlich verhält. Das kann dann gut für die Propaganda benutzt werden. Die Integration wird nicht gut laufen, weil wir viele Leute haben, die eigentlich abgelehnt sind, deshalb keinen sicheren Rechtsstatus haben, zur gleichen Zeit nicht abgeschoben werden können. Das hat Folgen für die Kriminalitätsbelastung dieser Gruppe. Wir werden viele Flüchtlinge in den Stich lassen, wir werden erpresst werden von Autokraten um uns herum. Also die Vorhersage für die Zukunft ist in diesem Fall keine schwere, weil wir kennen die Vergangenheit. Die Vergangenheit beschreibe ich in meinem Buch. Ich beschreibe ja das Erbe der Flüchtlingskrise und das ist auf allen Fronten kein schönes Erbe. Das hat Sonnenseiten. Es gibt natürlich einen Teil der Flüchtlinge, die sehr gut integriert sind, die auch tatsächlich in den Arbeitsmarkt integriert sind, die auch zum Teil auch Fachkräfte sind, Ärzte zum Beispiel. Syrer sind die größte Gruppe von ausländischen Ärzten in Deutschland. Also es gibt die positiven Beispiele, aber im Großen und Ganzen ist es jetzt nicht etwas, das man eigentlich so in der Zukunft weiterführen sollte. Und ich betone nochmal, als Allerwichtigste finde ich da, dass das Asylregime, das wir momentan haben, vor allem auch aus dem Gesichtspunkt der Bedürfnisse der Menschen in der Welt, die wirklich Schutz bedürfen, überhaupt nicht effektiv und effizient ist. Wenn wir jetzt an eine Verantwortlichen denken, Sie haben gesagt, das ist das Erbe der Flüchtlingspolitik oder der Flüchtlingskrise 2015, wurden Verbesserungen gemacht, wurden die gleichen Fehler wiederholt. Wer ist eigentlich für Sie der Hauptverantwortliche oder die Hauptverantwortliche, die falsche Abzweigung genommen hat? Da hat niemand wirklich eine falsche Abzweigung genommen, weil die Problematik ist eigentlich schon mindestens seit Anfang der 90er Jahre da. Also das ist
Das kann man nicht, ich weiß, in welche Richtung Sie wollen. Sie wollen, dass ich sage, jetzt Angela Merkel. Ich finde, die hat vieles falsch gemacht, aber sie hat auch vieles falsch gemacht, weil das Asylsystem Politiker auch in Ecken treibt, wo sie nur falsche Entscheidungen treffen können. In dem Sinne muss man das nicht personalisieren. Wir haben einfach ein System, das extrem dysfunktional ist. Das dysfunktional ist auch aus dem rein humanitären Gesichtspunkt der Flüchtlingshilfe, geschweige denn von den Integrationsproblemen und den Problemen, die jetzt für die aufnehmende Gesellschaften entstehen. Das ist ein systemisches Problem, das man jetzt nicht einzelne Politiker anlasten kann. Gibt es ein Land, das ein Role Model ist, ein Vorbildland bezüglich Migration? Kein Land ist perfekt, aber es gibt ein Land, das etwas gemacht hat, das Europa, wovon Europa lernen sollte, und das ist Australien. Australien hatte Anfang der 2000er mit sehr ähnlichen Problemen zu kämpfen wie Europa. Viele Flüchtlinge, die über die Meere um Australien herum, vor allem aus Indonesien oder über Indonesien, sollte man sagen, es waren keine Flüchtlinge aus Indonesien, aber sie kamen über Indonesien nach Australien, starben viele Leute auf hoher See. Viele der Menschen, die dann in Australien ankamen, waren eigentlich nicht schutzbedürftig, waren auf der Suche nach einem besseren Leben. Australien hat dann eine Politik eingeführt, um die Asylverfahren von Menschen, die in Australien ankommen, auszulagern in Drittstaaten. Papua-Neuguinea und Nauru waren das. Da gab es viel zu Recht zu kritisieren an den Bedingungen in diesen Lagern, aber das Prinzip der Auslagerung von Asylverfahren in Drittstaaten ist ein gutes. Es hat auch dazu geführt, dass niemand mehr stirbt auf den Seewegen nach Australien. Und was in der Diskussion und in der Bewertung dieses australischen Modells immer wieder vergessen wird, zugleich ist Australien einer der Länder, die die meisten Flüchtlinge pro Kopf aufnehmen in der ganzen Welt. Sie tun das aber anders als Europa, nicht einfach: okay, wir geben jenen Schutz, unabhängig der Schutzbedürftigkeit, der sich an einer europäischen Grenze oder australischen Grenze meldet, sondern wir nehmen gezielt schutzbedürftige Menschen aus Krisenregionen auf, tun das zusammen mit der UNHCR, tun das über humanitäre Visen und helfen die Menschen, die Hilfe am meisten brauchen. Und so kann man das auf eine Art und Weise tun, die auch viel sozialverträglicher ist für die aufnehmende Gesellschaft. Das wäre das Role Model, wobei man lernen muss, sowohl von den Fehlern als auch von den guten Ansätzen, die in Australien vorhanden sind. Was könnte man jetzt sagen, wenn man dagegen halten würde? Würde ja, das sei total unmoralisch, dass man da abwägt, gewisse Moral, also gewisse Schutzbedürftigkeiten von Menschen, gewisse Gefahrenlagen gegeneinander ausspielt, gewisse Fachkenntnisse auch. Wie moralisch verträglich ist das System Australien eigentlich? Nun ja, das System selektiert nach Schutzbedürftigkeit. Das ist das Prinzip des Flüchtlingsrechts, dass wir Menschen helfen, die Schutz bedürfen. Und natürlich ist es dann legitim und moralisch vertretbar, dass man sagt, okay, wenn wir jetzt hier eine Familie mit kleinen Kindern haben, wo vielleicht auch noch eine von den Kindern medizinische Hilfe bedarf, um jetzt mal einen extremen Fall zu skizzieren, dann würden wir diese Familie eher aufnehmen als einen jungen, gesunden Mann, der nicht politisch verfolgt wird, aber der aus dem gleichen Land stammt. Also ich sehe da kein moralisches Problem. Im Gegenteil, die Flüchtlingspolitik, die wir jetzt haben, die macht genau der umgekehrten Bevorteilung. Der junge, gesunde, starke Mann, der schafft es bis nach Europa, aber die Familie mit dem kranken Kind schafft es nicht nach Europa. Sie sprechen es an, es fällt auf, dass vor allem eben junge Männer, junge, gesunde Männer auf Afghanistan, Syrien, Irak, zum Teil auch nordafrikanische Länder nach Europa kommen. Was heißt das für Europa? Was heißt das für Deutschland? Was heißt das aber auch für die Schweiz? Naja, das heißt, dass wir damit eine Gruppe von Flüchtlingen hierher bekommen, die am meisten problematische Gruppe ist, die man bekommen kann. Erstmal sind alleinstehende junge Männer aus Ländern mit meistens sehr patriarchalischen Kulturen, wo ganz andere Auffassungen bestehen über Geschlechterrollen, über Familienverhältnisse und so weiter. Das macht natürlich A, die Integration sehr schwierig,
dieser Gruppe und zweitens erhöht auch das Kriminalitätsrisiko. Nicht, weil jetzt junge afghanische Männer intrinsisch irgendwie krimineller sind als junge Männer in Deutschland. Aber junge Männer sind nun mal eine Risikogruppe für Kriminalität, vor allem wenn sie ohne ihre Familien unterwegs sind und dann zusätzlich noch aus Ländern stammen, die ganz andere kulturelle Auffassungen haben als die unsere. Und dann ist es natürlich kein Zufall, dass gerade solche junge Männer extrem übervertreten sind in der Kriminalstatistik und insbesondere in dem Bereich der Sexualstraftaten. Stichwort Integrierbarkeit, was können Sie vielleicht dazu sagen? Ist das überhaupt möglich? Wenn ja, wie? Natürlich ist das möglich, wenn man dafür sorgt, dass die Flüchtlingsbevölkerung anders zusammengesetzt ist, dass wir tatsächlich nur Schutzbedürftige aufnehmen, dass wir dabei zum Beispiel intakte Familien aufnehmen und nicht nur diese jungen Männer, dann würde sich auch ein Risiko auf Kriminalität extrem abmildern. Dann wären auch die Aussichten auf Integration in den Arbeitsmarkt viel besser, schon dadurch, dass die Menschen keine langwierigen Asylverfahren mehr durchlaufen werden, dass wir nicht mehr das Problem haben von abgelehnten Asylbewerbern, die trotzdem nicht abgeschoben werden können und dadurch in einer Art von rechtlichen Schwebezustand sind, die natürlich auch kriminalitätsfördernd ist. Also es ist eine Flüchtlingspolitik denkbar, die sowohl integrationsfreundlicher als auch humanitärer ist. Und das ist eigentlich das große Puzzle der jetzigen Flüchtlingspolitik, dass eigentlich ist das eine Flüchtlingspolitik, die Ergebnisse produziert, die weder für links gerichteten Parteien noch für rechtsgerichteten Parteien attraktive Ergebnisse produziert. Und deshalb schimpfen auch alle auf die Flüchtlingspolitik. Nur schafft man es aus meiner Sicht, aus elektoralen, parteiwettbewerbsmotivierten Gründen nicht einen vernünftigen Kompromiss zu schließen. Und dieser Kompromiss könnte daraus bestehen, dass man einerseits das individuelle Recht, um in Europa ein Asylverfahren zu bekommen, begrenzt und zu gleicher Zeit über Kontingente die Aufnahme von Flüchtlingen vergrößert, sodass die humanitäre Leistung gleich bleibt, aber auf eine Art und Weise erbracht wird, die viel integrationsfreundlicher ist. Sie sind Soziologe, Sie untersuchen diese Migrationsflüsse bzw. auch die Integration dieser Migrationsflüsse. Jetzt haben wir verschiedene Beispiele in Europa, beispielsweise in Schweden, das quasi so eine Art Ghettoisierung und Verkleinisierung erlebt. Wir haben die Moscheen in Deutschland. Wann würden Sie sagen, was verträgt eine Gesellschaft an eben fremden Kulturen, fremder Zuwanderung, die eben nicht die gleichen Werte hat, wie jetzt im Ukraine-Krieg propagiert wird? Wie viel verträgt eine Gesellschaft, bis es kippt? Gibt es da Parameter? Kann man das irgendwie ausrechnen, da eine Zahl nennen? Das kann man nicht so ausrechnen. Das hängt natürlich in einem großen Ausmaß auch damit zusammen, wie gut die sozioökonomische Integration gelingt. Wenn Menschen einen Job finden, wenn Menschen im Bildungssystem vorankommen, dann kann man auch kulturelle Grenzen besser überwinden. Ich will nicht sagen, dass man die Konflikte ganz abmildert, aber das ist der Grund, warum die Integration von Muslimen zum Beispiel in Nordamerika viel besser verläuft als in Europa. Weil die Muslime, die nach Nordamerika auswandern, meistens hochgebildet sind, weil sie ja nach einem auf Arbeitsmarkt in Migration ausgerichtetes System auch nach diesen Kriterien selektiert werden. Also der Durchschnitt des Bildungsniveau von Muslimen in Nordamerika ist höher als das der ansässigen Bevölkerung. Und wenn die Menschen natürlich Jobs haben und nicht von Sozialleistungen abhängig sind, dann verläuft die Integration viel besser und friedlicher, auch wenn es dann vielleicht nicht auf der sozialen Ebene zu einer großen Annäherung, vielleicht ist die Heiratsquote zwischen Muslimen und Nicht-Muslime in den USA nicht höher als bei uns, aber durch die besser gelingende Arbeitsmarktintegration, Bildungsintegration,
werden solche kulturellen Gegensätze zumindest abgemildert. Und deshalb sage ich immer, die beste Integrationspolitik ist eine bessere, gesteuerte Zuwanderungspolitik. Was muss jetzt Europa konkret tun, Deutschland, die Schweiz, damit eben auch hochqualifizierte muslimische Bevölkerungsgruppen einwandern und nicht solche, die man eigentlich unter dem Strich gar nicht will? Na, der Punkt ist, dass wir in Europa momentan voll beschäftigt sind mit der Integration von Menschen, die über die Fluchtmigrationsroute nach Europa kommen und dadurch keine Kapazitäten frei sind und auch keine politische Legitimität in der Bevölkerung darum da ist, um groß Arbeitsmarktmigrationsprogramme aufzulegen. Es ist, das muss man auch dazu sagen, für Arbeitsmigranten auch nicht immer attraktiv, nach Europa zu wandern, weil rechtspopulistische Parteien hier stark sind, weil es natürlich neben der Kriminalität, die mit Fluchtmigration zusammenhängt, auch eine Kriminalität, eine politische Kriminalität gegen Flüchtlinge und gegen Migranten gibt. Und das ist auch etwas, das Arbeitsmigranten, die hochgebildet sind, auch abschreckt. Und diese Konflikte, die werden gefördert durch dieses kontraproduktive Fluchtregime, das wir in Europa haben. Also wenn wir es schaffen, die Fluchtmigration zu befrieden und in geregelten Bahnen zu kanalisieren. Wie gesagt, das bedeutet nicht, dass man weniger Menschen helfen muss, aber dass man das tatsächlich konzentriert auf die wirklich Schutzbedürftigen. Dann haben wir auch die politischen und die Integrationskapazitäten frei, um auch die Arbeitsmarktmigration in größerem Umfang zu meistern. Und dann wird Europa auch attraktiver für solche Arbeitsmigranten, weil das ist ein tatsächliches Problem. Wir haben in Europa, bestimmt auch in der Schweiz, sicherlich in Deutschland und auf der europäischen Ebene eigentlich schon viel gemacht, um uns attraktiver zu machen für Arbeitsmigranten. Aber das Image von Europa in der Welt wird dominiert von den Konflikten, die durch die Fluchtmigration produziert werden. Und dadurch gelingt es Europa nicht, die Migranten anzuziehen, die wir eigentlich brauchen. Wie viele Leute Nordafrika, Nahost würden eigentlich bereitstehen, um sofort nach Europa auszuwandern? Nun ja, sofort, das ist schwer zu sagen. Wir fragen das den Leuten natürlich in Umfragen, ob sie die Motivation haben, um nach Europa zu kommen und auch, ob sie schon konkrete Vorbereitungen dafür getroffen haben. Das sind in manchen Ländern bis zur 50, 60, 70%, die sich gut vorstellen könnten, nach Europa zu ziehen, und 10, 20, 30%, die sogar schon konkrete Vorbereitungen in die Richtung getroffen haben. Was sie daran hindert, ist natürlich, dass in dem jetzigen System es sehr kostspielig und riskant ist, nach Europa zu kommen, sodass nicht allzu große Zahlen das machen. Aber man muss sich keine Illusionen machen, was eine Politik der offenen Grenzen bedeuten würde, die man natürlich auch als Antwort auf die Probleme der Fluchtmigration und den Toten im Mittelmeer formulieren könnte. Man könnte sagen, dann machen wir einfach die Grenzen auf, dann stirbt natürlich niemand mehr, weil dann können alle legal mit dem Flugzeug kommen, und dann muss man sich schon darauf gefasst machen, dass viele Millionen sich auf den Weg machen würden. Und das würde natürlich die Integrationskapazitäten unserer Gesellschaften übersteigen, weil es nicht unbedingt die Fachkräfte dann sein werden. Und was erhoffen Sie sich? Sie erhoffen sich ein besseres Leben, oder manche erhoffen sich tatsächlich auch Sicherheit in Europa. Also sie tun das Gleiche, was Sie oder ich tun würden, wenn wir in der gleichen Lage wären. Also es bringt nichts, da jetzt irgendwie die Menschen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Man muss nur realistisch bleiben. Wir können nicht alle 100 Millionen Flüchtlinge, die es auf der Welt gibt, helfen, obwohl viele von ihnen schon gerne nach Europa kommen möchten. Wir können auch nicht alle, schon gar nicht alle Menschen auf der Welt helfen, die gerne nach Europa kommen würden zum Arbeiten als Arbeitsmigrant. Das ist einfach unmöglich, und deshalb brauchen wir eine dosierte, selektive Migration, und eine solche Migration brauchen wir auch. Darüber muss man auch im Klaren sein. Ohne Migration und ohne Zuwanderung ist Europa auch zum Tode verurteilt. Eine Zukunft ohne Zuwanderung, die gibt es in Europa nicht.
Also Sie plädieren eigentlich gegen einen freien Personenverkehr auf der ganzen Welt. Jedoch gibt es in Europa Schengen-Dublin-Stichwort. Was halten Sie von diesem Abkommen, der eigentlich den freien Personenverkehr in Europa, im EU-Raum, auch in der Schweiz übrigens garantiert? Was ist von Schengen-Dublin zu halten? Ich finde Schengen eine große Errungenschaft, aber zugleich ist Schengen natürlich der Grund, warum das Dublin-Abkommen nicht funktioniert. Weil das Dublin-Abkommen geht davon aus, dass Asylsuchende bleiben sollten in dem ersten Land, wo sie angekommen sind. Und das kann man natürlich nur durchsetzen, wenn man Grenzen in Europa hat. Wenn man sie nicht hat, dann werden die Leute weiterziehen. Also die zwei Sachen sind miteinander im Gegensatz. Was würden Sie der Schweiz als kleines Land inmitten von Europa, nicht EU-Mitglied, aber bei Schengen und Dublin, bei diesem Abkommen dabei, was würden Sie da raten? Wie soll man dies mit diesem Abkommen, soll man das kündigen, soll man da bleiben? Ist das gut, ist das schlecht für die Schweiz? Wie sehen Sie das? Natürlich ist das eher gut für die Schweiz, im Schengen-Raum zu bleiben. Ich würde die Schweiz raten, zusammen mit den anderen Ländern Europas, die von der Flüchtlingsproblematik am meisten betroffen sind. Und da sind die Hauptzielländer, wozu die Schweiz gehört, zusammen mit Deutschland, Niederlande, Schweden und noch ein paar andere. Und die Mittelmeeranrainerstaaten, die Länder sind, wo die Flüchtlinge zuerst ankommen, wo auch die negative Begleiterscheinung der Toten im Mittelmeer akut gefühlt wird, weil es ist dort, wo die Leichen anspülen, wo die Wrackstücke der Boote anspülen, wo die Menschen damit klarkommen müssen. Also eine Koalition der Willigen innerhalb der Europäischen Union oder auch mit der Schweiz dabei in Europas, die müsste versuchen, gemeinsam eine Lösung für die Flüchtlingsproblematik zu finden, die Humanität kombiniert mit Integrationsfähigkeit. Vielleicht noch zu Ihnen, abschließend. Sie sind Migrationsforscher quasi, äußern sich eben zu Kontingenten, zu tödlichen Auswirkungen der aktuellen Flüchtlings- und der Asylpolitik. Was erleben Sie in Ihrem Alltag als Professor einer Universität in Deutschland bei diesem aufgehitzten, erhitzten Klima, der Debattenklima in Deutschland? Ja, ein Wechselbad der Gefühle. Also ich erlebe auf der einen Seite viel Zustimmung manchmal aus Kreisen, wo ich Zustimmung nicht will, haben möchte, aber oft auch von Leuten aus der Praxis, die diese Probleme wiedererkennen und ähnliche Lösungen auch unterstützen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn man sich auf diesem verminten Terrain begibt, dass man auch Anschuldigungen von Rassismus und Wasser auf den Mühlen von Rechtspopulisten und so weiter, das ist leider unvermeidlich. Das wird wahrscheinlich auch wieder passieren, weil ich mit Ihnen geredet habe. Man darf mit bestimmten Medien nicht reden, obwohl dann die Medien, mit denen man dann wohl reden will, die wollen dann nicht mit dir reden. Also so entsteht eine Art von Negativspirale, wo irgendwie dann Vorurteile dann wieder bestätigt werden. Aber ich rede im Prinzip mit jedem und ich versuche, Menschen über das ganze politische Spektrum zu überzeugen von einer Lösung, die eigentlich den Interessen aller politischen Lager, den legitimen Interessen aller politischen Lager, weil ich glaube, es gibt legitime Interessen von rechts bis links, es gibt auch illegitime Interessen oder völlig unrealistische Interessen an den Extremen, aber es gibt viele Anliegen, die verständlich sind und die berücksichtigt werden sollten. Und wenn es mir gelingen kann, sozusagen, um eine Brücke zu schlagen und eine Lösung zu propagieren und durchzusetzen, die tatsächlich Humanität mit Realismus und mit Integrationsfähigkeit kombiniert, das ist mein Ziel. Und wenn man dieses Ziel erreichen will, dann kann man nicht nur für die eigene Gemeinde predigen. Dann muss man bereit sein, auch mit dem politischen Gegner zu reden. Vielen herzlichen Dank. Wunderbares Schlusswort. Ihnen danken wir für Ihre Aufmerksamkeit. Kaufen Sie unbedingt das Buch «Die Asyllotterie» von Herrn Rüd Koppmanns. Hochinteressant. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn Sie da ist, Weltwoche Daily Spezial. Vielen Dank.